Tschüss und viel Spaß. Mahlzeit, Leute. Willkommen zu diesem Video und willkommen auf meinem, unserem schönen Balkon. Und ja, zu Beginn 2019 habe ich mir mal gedacht, ich mache mir mal Gedanken darum, was meine Schutzausrüstung angeht. Denn demnächst steht die Messe an und da gibt es ja immer ein paar schöne Angebote. Und da wollte ich doch mal eine Art Bestandsaufnahme machen. Und hier habe ich so den Großteil meiner Schutzausrüstung mal platziert. Und das werden wir jetzt mal zusammen durchgehen. Den Lederkombi werde ich mir separat vornehmen, denn da habe ich eine Anfrage gekriegt in einem Video zu meinem 200 Euro Lederkombi, so rum. Wie das denn jetzt über die 2-3 Jahre sich entwickelt hat, ob sich die Preis-Leistung wirklich bezahlt gemacht hat. Und da werde ich ja dann in einem separaten Video drauf eingehen. Jetzt erstmal kümmere ich mich um diese Klamotten hier. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist natürlich keine Werbung, weil ich habe nichts von diesen Sachen hier gestellt, gesponsert oder zur Verfügung gestellt bekommen, sondern die habe ich mir alle von meinem eigenen Geld gekauft und hart erarbeitet. So, und damit würde ich sagen, legen wir mal los. So, und während ich mich um meine Büse Textilkombi kümmern möchte, hört ihr vielleicht, denn was ihr da im Hintergrund hört, das ist die Kawamazone, beziehungsweise die ER6N. Denn die junge Dame startet jetzt ihre 2019er Motorradsaison, indem sie die erste Runde macht. Tschüss und viel Spaß! So, zu Beginn möchte ich mit meiner Büse Textilkombi starten. Die habe ich mir zu meinem Führerschein bzw. zu meiner Führerscheinausbildung gekauft. Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt top. Das ist die Büse Torino. Da kostet die Hose und die Jacke jeweils so um die 150 bis 200 Euro. Hat viele Taschen, ist wasserfest, regnet nichts rein, hält schön warm, ist sicher mit Protektoren drin und ja, Stauraum ohne Ende, viele Taschen. Und sitzt sehr gut, hat die Möglichkeit, das Innenfutter reinzumachen, so wie man das sieht, ist jetzt im Moment nicht drin. Das heißt, man kann es auch bei kalten Temperaturen gut tragen, aber wenn man das Futter rausnimmt, in Hose und in Jacke, dann kann man auch bei Wärmetemperaturen, so bei Mischtemperaturen wie jetzt, so 15, 16, 17 Grad, ohne Probleme tragen, ohne dass einem zu warm wird. Von daher, also aus meiner Sicht, durchaus empfehlenswert, ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So, als nächstes kommen wir zu meinem, wie soll ich sagen, leichteren Outfit. Das heißt, dieses Outfit trage ich, wenn ich mal, was ich, zur Eisdiele fahren möchte oder auch zur Arbeit fahre. Das heißt, wo ich mich nicht unbedingt zwingend aus der kompletten Kombi pellen möchte, aber der Weg auch nicht dementsprechend lang oder, ich sag mal, geschwindigkeitstechnisch nicht so schnell ist, dass ich in Leder- oder Textilkombi fahren muss, zwingend. Aber, wie ich schon öfters sage, Jeans und dieser Kevlar-Hoodie sind für mich das absolute Minimum, was Schutzausrüstung angeht. Und zwar, da fange ich jetzt mal an mit der Jeans. Das ist die Highway One, glaube ich, nennt sich das. Das ist halt ja, die Hausmarke von der Tante, ne? Tante Detlef. Und was soll ich sagen, die ist Kevlar verstärkt. Knieprotektoren drin, man kann Hüftprotektoren reinmachen. Ich glaube, es ist Aramidenmischung mit Kevlar drin und ja, hat neu damals um die 100 Euro gekostet. Im Angebot war sie für 60 bis 70. Ist nicht so besonders hübsch. Das heißt, die Kawamazone hat zum Beispiel eine von Vanucci, glaube ich. Die sieht optisch deutlich mehr nach einer richtigen Jeans aus und macht ein bisschen was her. Aber für mich war das wichtig, praktisch,
sicher und auch erschwinglich. Von daher habe ich da nichts falsch gemacht. Mittlerweile nach 3 Jahren bollert sie so ein bisschen, ist ein bisschen ausgetragen, aber kann man noch tragen, ist nichts dran. Aber vielleicht hole ich mir mal bei Gelegenheit etwas Stylischeres. Das heißt, da kann man bei der Messe bestimmt durchaus mal gucken. Dazu trage ich des Öfteren den Xis Hoodie. Den habe ich ja auch schon mal damals vorgestellt. Das Ding kostet neu so 300, 350 Euro. Habe ich auf einer Messe vor 2 Jahren für etwas über 200 abgegrast, weil das in meiner Größe passenderweise das letzte Stück war, was sie da hatten. Und ja, Xis braucht man nichts zu sagen. Ne? Kevlar, Baumwollmischung und ja, alle Protektoren waren schon drin, sind auch drin, das heißt Ellenbogen, Rücken und so weiter. Das Schöne ist auch, dass das Ding einen eingesetzten Nierengurt hat, wie man hier irgendwo ansatzweise sieht. Und das heißt, wenn ich die anziehe, dann vergesse ich das meistens und dann wundere ich mich, warum ich dann 2 Nierengurte trage. Ja, ein paar Taschen, Innentaschen zum Stauraum, Seitentaschen, eine Kapuze, die ich, wie ich ja finde, total unnütz finde, weil mich stören die Dinger irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag lieber Jacken ohne. Und da hat die Karmazone ja eine von Booster, die dünner ist, aber auch keine Kapuze hat. Das fällt mir auch gefallen, denn man muss sagen, diese hier, die ist echt dick. Also die ist wirklich dick. Das heißt, bei meiner ersten Fahrt 2019 hatte ich die an, einmal um den Block hier. Da waren es 15, 16 Grad und das war mehr als ausreichend. Also da muss man sagen, für die leichte Sommerkleidung zur Eisdiele oder mal hier einmal um den Block, da ist das schon recht warm. Also wenn ich damit morgens zur Arbeit fahre, bei 10, 12, 13 Grad, da reicht dieser Hoodie ganz, ganz, ganz dicke. Da brauche ich nicht eine Textiljacke oder was, da reicht der Hoodie auch von der Wärme her ganz locker. Also merken, eventuell gucke ich mal nach einer noch eine neue Zipjacke. Vielleicht ohne Kapuze, ein bisschen leichter. Sollte ich mir auf jeden Fall vormerken. So, jetzt kommen wir zu Helm, Handschuhe und Stiefel. Anfangen möchte ich da mit den Handschuhen. Also für den Sommer brauche ich da nichts. Da habe ich mir hier diese Vanucci-Dinger geholt. Die haben neu, glaube ich, auch so 60, 70 Euro gekostet. Im Angebot ein bisschen günstiger. Die sind hier ein bisschen mit, ne, luftigen Einsätzen dabei. Haben hier, ne, ein bisschen kürzer, obwohl hier sind auch die Stulpen ein bisschen länger. Das mag ich ja ganz gerne. Sind sicher, sitzen gut, bieten genug Luft und sehen auch noch alles gut aus. Für den Sommer wirklich sehr passend. Dann habe ich hier noch die Büsehandschuhe, auch meine ersten, die ich mir damals für die damalige Fahrschulausrüstung gekauft habe. Das heißt, die sind ein bisschen dicker, haben noch ein bisschen mehr hier Protektoren, hier Knöchelprotektoren und auf der Innenseite hier auch nochmal und hier den Stulpen, sind ein bisschen tiefer geschnitten. Das heißt, die gehen auch gut über die Jackenärmel drüber. Das heißt, man kriegt die Ärmel gut rein und was so windtechnisch auch sehr angenehm ist. Was man jetzt nach 3 Jahren ungefähr merkt, ist halt, dass zum Beispiel diese Klettverschlusslaschen nicht mehr so hundertprozentig sitzen. Das heißt, sie lösen sich gerne mal. Und natürlich, dass das mal schwarz war. Das war mal richtig schön schwarz, so ähnlich wie hier. Nach einigen Kilometern sehen die halt so aus. Funktionieren auch wunderbar, sind auch ganz alles schön und gut. Aber vielleicht auch waren da auch mal ein bisschen neuere, nicht so verkehrte. Ja, die haben neu, glaube ich, um die 80, 90 Euro gekostet. Habe ich mir damals auch Anfang des Jahres rum, März rum, zu Messepreisen gekauft. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man nichts gegen sagen. Und solide Art würde ich auf jeden Fall auch nochmal nehmen. So, damit legen wir die Handschuhe mal beiseite. Zack. Und schauen uns mal die Stiefel an. Die habe ich damals von Modica gekauft, auch auf der Messe. Und da muss ich sagen, die haben neu, glaube ich, 130, 140 Euro gekostet. Habe ich dafür ungefähr 100 Euro gekriegt. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich immer noch. Das heißt, die haben vernünftige Schaltverstärkung, ist wasserdicht.
Die haben eine Fersen- und Knöchel-gute Verstärkung, passen gut. Was ich ganz nett finde, ist halt, dass die hier den Reißverschluss, dass man den mit Klett ein bisschen verstecken kann, dass da nichts hakt, nichts flattert, nichts sich verhaken kann. Und sind auch noch meine ersten. Das heißt, die haben schon einige Kilometer hinter sich. Und wenn man so auf die Sohle guckt, da sieht man das auch schon, dass da so nicht ein bisschen abgenutzt ist mittlerweile. Und auch da werde ich mal gucken, ob man auf der Messe nicht was Neues besorgt. So, und zu guter Letzt kommen wir zu meinem Helm. Das ist ein Scorpion Exo Air 510. Und ich muss sagen, das war mit das beste Ausstattungsstück, was ich preis-leistungstechnisch mir angeschafft habe. Die Karamazone hat sich den damals in den gleichen geholt, weil ich sag mal, für mich habe ich den aufgesetzt und der sitzt perfekt und er sitzt immer noch perfekt. Das heißt, ich habe ihn aufgesetzt, er sitzt satt, er sitzt eng, aber ich fühle mich nicht eingeengt oder dass es irgendwie drückt oder schmerzt oder mir Kopfschmerzen macht oder was auch immer. Ja, was soll ich sagen? Vorneweg erstmal, der Helm hat genügend, ihr seht ja schon Viecher auf dem Helm auf jeden Fall erstmal. genau, Lüftungsmöglichkeiten genug, auch am Kinn. Hat ein Sonnenvisier. Wenn ich das Ding dann mal aufkriege. Also das Ding hat ein Sonnenvisier. Wie man sieht. Alles gut. Und ja, wenn man mal reinguckt, Polster sind gut, sitzen gut. Es hat dieses Emergency-System, Ratschenverschluss. Von der Leichtigkeit her, der wiegt okay 1600 plus minus 50 Gramm, also ist nicht der leichteste. Aber vom Sitzvermögen her, vom Gefühl her, von Sicherheitsaspekten her, wirklich ein Top-Ding. Hat damals neu 210 Euro gekostet. Mittlerweile riecht man den für 170 bis 190 Euro. Und ich muss sagen, das ist das, was ich am bereut habe ich sowieso nichts, aber was ich mein bester Kauf war. Weil besser, glaube ich, hätte ich es nicht treffen können. Aber jetzt, wo man sich so ein bisschen eingefahren hat und ich auch das neue Bike habe, es gab ja mal den schönen Vlog, wo ich mir überlegt habe, einen neuen Helm zu holen. Jetzt, wo meine Jess da ist, werde ich gucken, ob es nicht mal was Neues gibt. Etwas Leichteres, vielleicht etwas Leiseres, weil man merkt schon so ab 130, 140, 110, vielleicht manchmal auch schon, je nachdem wie der Wind ist, da wird es schon ein bisschen lauter drin und da gibt es bestimmt leisere, aber als Preis-Leistungs-Verhältnis ist das echt mega, mega und das ist absolut richtig gemacht worden, also deswegen gucke ich auch gerne in Richtung Scorpion, da gibt es zum Beispiel den 1400er Carbon, den ich mir gerne mal auschecken möchte, weil mal schauen, weil mit HJC und mit Choai und was es da alles gibt, habe ich bis jetzt noch nicht so viel Glück gehabt, wenn ich nächstes Mal Test gefahren bin und naja, da wird sich zeigen, wohin es geht, aber das werde ich separat machen, nicht auf der Messe, weil einen Helm muss man Probe fahren, ob es zum Bike passt und das werde ich dann wahrscheinlich auf der Messe nicht unbedingt machen können. So, das war mein kleiner Überblick, was meine Ausrüstung angeht und ja, wir dürfen gespannt sein, was und ob ich mir dieses Jahr zulegen und was ich erneuern werde oder was ich behalten werde. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Lasst einen Kommentar da. Was ist bei euch los mit eurer Ausrüstung? Müsst ihr, werdet ihr, wollt ihr was erneuern? Schaut bei der Karamazone rein. Lasst ein Abo bei uns beiden da, sofern das noch nicht passiert ist. Schaut bei Instagram rein und schaut demnächst wieder rein, wenn ich mir meine 200 Euro Lederkombi, meinen Lederkombi, der Adidas Lederkombi, nochmal aus der Nähe anschaue. Bis dahin, tschö, tschö und bye bye.